Hallo Freunde, willkommen zurück im LS22 auf der Erlengrad. Ich habe eine kleine Aufnahmepause gehabt vom Landwirtschaftssimulator, bin jetzt aber wieder eingestiegen. Und erst einmal muss ich Sammy Danke sagen, denn Sammy hat mir einen äußerst wertvollen Tipp gegeben, den New Holland betreffend. Ich habe mich gewundert, warum der New Holland Probleme hat, die Pöttinger zu ziehen, obwohl er doch die PS-Zahl haben sollte. Sammy, du hattest vollkommen recht, das Ding war einfach komplett runtergerockt und musste repariert werden. Wie ihr jetzt seht, das habe ich gemacht und das war nicht ganz billig, das hat 14.200 Euro gekostet. Also schon eine Menge Geld. Trotzdem würde ich behaupten, der New Holland war immer noch ein Schnäppchen, 14.200, damit komme ich immer noch weit nicht an den Kaufpreis dran. So, wo sind wir stehen geblieben? A, wir haben hier unsere bisher eingefahrene Silage liegen und ich gehe mal kurz in den Flight Mode. Ich hatte hier die beiden Wiesen gemäht. Soweit, wie man hier sieht, nicht ganz gerade. So gut wie möglich, aber nicht ganz gerade. Das wird sich ab jetzt hoffentlich ändern. Denn ich habe eine Mod mit drauf genommen. Und zwar die Vehicle Control. Das Vehicle Control Add-on. Das gibt es jetzt für den 22er. Endlich, endlich. So, aus dem Flight Mode wieder raus. Das mit dem schneller Laufen, das habe ich irgendwie immer noch nicht umgestellt bekommen. Endlich gibt es VCA. Ich freue mich sehr darüber. Mal kurz anmachen. Kann ich mal kurz zeigen. Hier mal kurz aus dem Unterstand raus und machen VCA an. Zack, da ist VCA. Ab jetzt habe ich endlich ein GPS und kann einfach meine Bahnen ziehen. Lässt sich noch nicht ganz so einstellen wie im 19er. Zum Beispiel kann man meines Wissens nach noch nicht drehen. Also ich kann seitlich verschieben, ja, okay. Aber ah, schau mal, jetzt kann ich auch drehen, denn 5 Stunden vor der Aufnahme oder 6 gab es ein Update dazu und das habe ich nochmal eben schnell mit drauf genommen. Man sieht, ich kann jetzt doch auch wieder wie gewohnt manuell drehen und das in einer Gradanzahl, die ich selber vorbestimmt habe. Wenn wir hier mal reingucken, was habe ich verstellt? Hier oben nichts. Ich habe unter anderem aus, hier zurückblicken innen und außen, das macht mich mal ganz kirre. Ich habe die Lenkgeschwindigkeit und die inversive Lenkgeschwindigkeit auf 100% zurückgestellt. Die stehen standardgemäß auf 50. Ich habe die Anzeige der Rasterbahn auf immer und hoch eingestellt, damit man die auch sieht. Ich kann die ja ausstellen, wenn sie mich nervt. Und die Rastersteuerung habe ich auf 15% umgestellt. Ansonsten. Ah, die niedrige Bremskraft, die wollte ich noch umändern auf 100%. Das habe ich vergessen. Damit hat man den Standardwert wieder, weil ansonsten komme ich damit einfach nicht klar. Mein Bremsweg ist schlicht zu weit, zu lang. So. Steuerung W mache ich das ganze Ding an. Mit Steuerung C komme ich hier ins Menü. Steuerung W an, aus. Oder aber Alt W komplett aus. Ist er wieder weg. So, was habe ich vor? Ich habe ein bisschen rumgerätselt, was ich mache. Ich habe jetzt noch 98.941 Euro auf dem Konto. Mit VCA werde ich jetzt aber Aufträge, zum Beispiel Düngeaufträge, wesentlich einfacher bedienen können und bearbeiten können. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall hier die 2 Düngeaufträge schon mal annehmen, um das auszutesten. Ich habe ja meinen eigenen Düngeanhänger, Düngestreuer, und den werde ich dafür natürlich benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie groß diese Felder sind. Ich sehe es hier ja, 3,86 Hektar. Ich mache es jetzt einfach mal und guck mal, wie weit ich damit komme. Weil so richtig einschätzen kann ich das hier noch nicht. So, ich nehme die ersten 3 hier einfach mal an. Dann habe ich die schon mal im Petto. Keine Ahnung, wie viel Dünger da drauf geht, aber mit VCA
müsste ich in der Lage sein, sehr effektiv diese Felder zu düngen, ohne jetzt zu viel zu verhauen. Jetzt einfach mal angenommen, damit die noch nicht verschwinden. Erstmal habe ich noch ein bisschen mehr vor. Ich möchte natürlich meine Schwaden, meine Grasschwaden einfahren. Das machen wir jetzt aber nicht direkt. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kredit aufnehmen. Ich habe noch gar keinen. Ja, okay. Aktuell laufe ich auf minus 1,4 Millionen. Ganz groß. Und ich werde mir jetzt 200.000 erstmal aufnehmen und gucken, ob das dann reicht. Oh, das war einer zu viel. Naja, gut, okay. Man muss hier, glaube ich, ich gebe die gleich zurück. Soweit ich gehört habe, ist es nicht schlau, mit einem hohen Kredit lange rumzulaufen, weil die Zinsen doch relativ hoch sind. Bin gespannt, wie sich das jetzt verhält. So, warum habe ich das gemacht? Wir gehen in die Karte. Ich möchte Land kaufen. Eigentlich hatte ich es abgesehen auf das Stück hier. Das kostet aber 268.000. Damit hätte ich eine sehr, sehr große Wiese. Es gibt aber auch noch die hier nebendran für 125.000. Also die Hälfte von dem hier sogar noch weniger. Und wenn ich das so vergleiche, dürfte das Stück hier ungefähr dieser Ecke hier entsprechen, würde ich sagen. Und für den Wert drüber, ja, kriege ich halt das Stück und das Stück. Was ich nicht weiß, ist, was das da oben für Gebäude sind. Aber die sind auch ausgenommen. Die wären gar nicht mit inbegriffen. Okay. Also, wir fangen einen Ticken kleiner an. Ich nehme das Stück dazu. Ist schon relativ groß. Mit VCA sollte ich das aber gut bedienen können. Das haben wir jetzt gekauft, ist jetzt unseres. Was möchte ich noch machen? Ich möchte auch, dass ein bisschen Geld reinkommt. Und dafür hole ich mir jetzt mal Gewächshäuser dazu. Das hatte ich eigentlich schon lange vor und habe es irgendwie immer noch nicht gemacht. Ich habe bei den Gewächshäusern eine Mod mit drauf genommen. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. Das hier sind die Standardgewächshäuser. Klein, mittel, groß. Und hier kommen jetzt schon die gemoddeten. Die sind von, ich weiß nicht, ob sie von Hot sind. Kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen. Kann ich das nachgucken? Nee, hier kann ich das, glaube ich, nicht nachgucken. Und zwar der Unterschied ist, bei den Standardgewächshäusern, da muss nur Wasser eingefüllt werden. Und man kriegt dann Betrag XY halt daraus oder Menge XY. Die gemoddeten, da kann ich jetzt Dünger dazugeben oder eben Dünger und Saatgut. Beziehungsweise Saatgut oder Saatgut und Dünger. Plus Wasser. Und dann ist der Ertrag auch gleich ungleich höher. Kostet natürlich mehr Geld, aber es kommt auch mehr raus. Und die Reproduktionsrate ist auch höher. So, ich denke mal, ich werde mir jetzt mal zwei von diesen Gewächshäusern hinstellen. Und ich hatte mir schon die Ecke ausgeguckt. Ich dachte mir, die wären hier ganz cool. Dann fährt man dann nämlich so ein bisschen durch, wenn man auf den Hof kommt. Fährt man gleich durch die Gewächshäuser. So, zack, eins. Und da kommt auch gleich ein zweites neben. So, dann kann man die nämlich auch schön anfahren. So, dass ich die Ei. Ah, guck, das wäre jetzt nämlich schon gar nicht mehr gut ausgerichtet. Ah, meine Maus will nicht mitspielen. Ist das einigermaßen gerade? Ja, ich glaube einigermaßen schon. Ganz exakt muss es ja nicht sein. Also leicht schief ist es schon noch. So ist besser. So, dass es hier so eine Einfahrt ergibt. Finde ich eigentlich ganz cool. Wobei die Erdbeeren stehen dann hier jetzt so in die Straße, ne? Fällt mir gerade so auf. War vielleicht semi-schlau. Bisschen näher hier ran. Dann ist der Stein dann nämlich auch mal mit verbaut. Machen wir das so. Und was ich noch nicht gecheckt habe, ist, wie kann ich das wieder wegnehmen? Hilfe! Objekt platzieren? Ja, aber wie kann ich es? Wie bekomme ich es wieder weg? Kamera rotieren, Kamera kippen, Objekt rotieren. Gibt es da auch eine Taste für? Ich habe das schon in einigen Videos gesehen, dass es geht. Ach, hier, abreißen. Wäre auch doof. Das da, ja, 5000. Ich habe 5000 Verlust gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Hackt nicht auf mir rum. Ich übe noch, ich lerne noch. So, damit mir die Erdbärchen hier nicht
auf der Straße liegen. Ich meine, da müssten Erdbeeren, ach, Erdbeeren, Tomaten etc. rauskommen. So. Und dann kommt das hier hin. So, jetzt müsste ich da eigentlich gut durchpassen. 148.000 habe ich noch. Ich könnte mir jetzt gleich noch ein paar mehr hier hinstellen. Will aber erstmal gucken, wie das läuft mit den Dingern. Habe ich noch nie gemacht. Muss ich ausprobieren. Wollen wir mal schauen. Außerdem muss ich hier jetzt natürlich ein bisschen die Landschaft anpassen, denke ich mal. Ne? Das sieht sonst irgendwie komisch aus. Malen. Ich habe richtig coole Videos gesehen zur Erstellung von Höfen. Mega nice. Eigentlich Reaction-Videos sind doch total angesagt, oder? Immer noch. Müsste ich eigentlich mal eins zu machen. Fand ich richtig, richtig cool. Bleibe ich hier bei Beton? Ich war am Überlegen, ob ich das ein bisschen abändere. Ja, ich bleibe hier mal bei Beton. So. Und ziehe mir vielleicht mal eher Grasfläche da drumrum. Jetzt haben wir hier Dreck. Dreck ist, glaube ich, die Struktur hier. Ja, wohl, okay. Wie ändere ich die Form hier mit V? Bin noch nicht ganz so firm mit dem Baumenü, muss ich sagen. Gefällt mir gut, aber so richtig drauf habe ich das noch nicht. Wie man sieht. So, die Fläche hier. Ich überlege, wie ich die gestalte. Ich glaube, ich mache das mal in Ruhe. Eigentlich dachte mir, na, vielleicht mache ich es mit euch, aber ich glaube, da muss ich mir ein bisschen Ruhe nehmen. Dass ich das nicht komplett verhunze. So, aber das hier können wir so ein bisschen einbinden ins Grün. Das ist, glaube ich, schon ganz cool so. Hier vielleicht noch ein bisschen die Ecke. Dafür kann es aber kleiner. Ich greife immer noch nach den Pfeiltasten, um das hier anzupassen. Ist natürlich falsch. Pflanzen. Ein bisschen Gras. So. Hier auch. Das Grasmalen finde ich mega cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So. Dann sieht es einigermaßen aus. Und was ich aber doch noch mache, ist... Das hier war Matsch. Ja, das war Matsch. Hier ergibt es, glaube ich, Sinn. So. Soll erstmal reichen. Dann wollen wir mal einsteigen. Einsteigen sollst du. Warum willst du nicht einsteigen? Ach, weil ich geflogen bin. Na klar, immer wenn ich geflogen bin. Warte mal, ich mach mal den GS Player Flight. Flight. ED habe ich geschrieben. Wie schlau. So, den Flight Mod aus. Oh, jetzt habe ich das Mikrofon getroffen, sorry. Gucken, ob er jetzt wieder einsteigen will. Jawohl. Er kollidiert irgendwie mit dem Flight Mode. Und dann fahren wir mal rüber zu unserer neuen Wiese, würde ich sagen. Dann fahre ich in Vorgewende. Und dann testen wir VCA. So, das hier sehe ich mal als offizielle Auffahrt an, ne? Zack. Einmal drauf, einmal gedreht. Ja, der Wendekreis ist einfach der Hammer. So, dann klappen wir bitte aus. Ein bisschen justieren. Ablassen. Anschalten, Schwartablage ist an. Wunderbar. Ich werde schon noch mal überlegen, ob ich hier die Ballenpresse dranhängen kann. Habe ich noch nie ausprobiert. Werde ich aber vielleicht mal.
Könnt ihr mal schreiben, ob jemand so arbeitet. Was natürlich gehen würde, kleines Mähwerk vorne dran, Ballenpresse, also an Traktor, Ballenpresse hinten dran und ab dafür. Dann hat man in einem Arbeitsschritt natürlich gleich die Ballen mit fertig, ganz praktisch. So, dann wollen wir mal gucken, wie groß denn unsere Wiese hier ist. Ich sehe nichts. Der Baum ist weg. Ich bin sehr glücklich, dass der New Holland jetzt repariert ist und hoffentlich funktioniert. Also Sammy, dafür nochmal vielen Dank für den Tipp. Ich habe da einfach nicht drauf geachtet, muss ich sagen, weil habe ich ja neu gekauft. Kann ja nicht sein, dass der kaputt ist, ne? Auch wenn er gebraucht ist, gehe ich ja davon aus, dass er eine Wartung hinter sich hat. Aber okay, weit gefehlt. Aber kostentechnisch ist das hier alles schon ein bisschen anders kalkuliert und eingebaut. Im 19er wäre so etwas, glaube ich, wesentlich günstiger gewesen. Haben sie mir aber viele Bäume hier hingestellt auf die Wiese. Muss ich ja tatsächlich mal überlegen, ob ich da was gegen mache. Was habe ich noch gesehen? Ich habe gesehen, auch Grasflächen kann man striegeln. Das gibt dann gleich eine Düngestufe. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich das mal austesten sollte. Weil ich habe ja jetzt den Düngestreuer. Also ich habe keine Ahnung, ob das nochmal zusätzlich dem Ganzen einen Vorteil gibt. Ob ich dann einfach nochmal mehr Ertrag runterbekomme. Vielleicht leihe ich mir einfach mal einen Striegel und teste das. Ja, mal ganz stark davon aus, dass ich das dann vor dem Düngen natürlich machen muss. Oder nach dem Düngen. Kurz überlegen. Normale Feldarbeit. Da würde ich ja erst düngen, ne? Naja, probieren geht über studieren. Auf jeden Fall merke ich gerade, ja, die Wiese ist größer, als ich angenommen habe. Also auf der Karte sah das irgendwie kleiner aus, als es mir jetzt beim Drumrumfahren vorkommt. Natürlich sehr cool. Ich hoffe, hier kommt auch richtig was runter. Ist natürlich schade, dass ich keinen Helfer einstellen kann für die Ballen. Dass der mir die presst, aber na gut, kann ich alles haben. So, da ist ein großer, großer Stein. Wollen wir mal nicht dran hängen bleiben. Das löbt doch. Das ist ganz schön steil, fällt mir gerade so auf. Ja. Kämpft der Big M. Ganz so weit runter wollte ich eigentlich auch gar nicht. Hätte ich mal ein bisschen vom Gas gehen sollen. So, da sind wir wieder am Start angekommen.
Jetzt werde ich das mal... Ich glaube, ich fange da hinten an. Müsste das einigermaßen der Länge nachlaufen hier. Dann werde ich hier jetzt durchstechen, oder wie heißt es so schön? Kurz ein bisschen raus. Und dann ziehe ich einfach hier in der Mitte erstmal durch und dann schnappe ich mir links und rechts davon die Bahnen. Gucken, stimmt die Breite schon? Jawohl, stimmt die Ausrichtung? Einigermaßen ist okay. Tempomat wollte ich auch mal austesten. Einmal die 3 und läuft. Da geht's los. Okay, dadurch, dass ich immer die Linienanzeigen angestellt habe und hoch, sind die jetzt natürlich sehr auffällig. Die würden in der anderen Einstellung ausgehen, sobald man dann auf der Bahn ist. Ui, ich würde mal behaupten, hier dürfte einiges runterkommen von der Wiese. Dürfte sich lohnen. Okay. Wenn wir die Bahn hier schon kriegen, dann mach mal. Eigentlich wollte ich so abwechselnd fahren. Aber wenn ich die jetzt schon treffe... Sehr, sehr cool. Endlich wieder Bahnen ziehen. Freunde. VCA, die Mod ist von Mowgli. Die gibt es im GitHub. Mowgli... Ich glaube zwar nicht, dass du ein Video von mir sehen wirst, aber falls du es mal siehst, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich werde die VCA-Mod einfach mal in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch das da ziehen, falls ihr Bock drauf habt. Ist wirklich... Ich kann nicht ohne. Ich kann eigentlich auch nicht ohne Cosplay und Autodrive, aber gut. Die sind halt noch nicht da. Mowgli hat vorgelegt und VCA jetzt schon mal gebracht, was mega, mega cool ist. Nice. Er hält, soweit ich gehört habe, dann eben noch regelmäßig Updates, weil noch ist wohl nicht alles drin, was man aus dem 19er kennt. Man kann eigentlich in der Mod ja unfassbar viel einstellen. Also viel zu viel für mich. Ich brauche davon nicht ganz so viel, aber man kann eben das ganze Fahrzeugverhalten mit beeinflussen und bestimmen. Von Bremskraft, das ist nur der Anfang. Ich glaube, man kann sich sogar noch die Gänge irgendwie, andere Getriebe einstellen. Etc. etc. Unglaublich viel mit möglich. Schön, schön. So, jetzt drehe ich hier mal die nächste Bahn. Wollt einmal gucken, das funktioniert nämlich auch meines Wissens. Jawohl, wunderbar. Hätte ich aber einen Ticken weiter zurückgemusst. Macht aber nichts. So. Also ich könnte jetzt auch 5 Bahnen weiterfahren. Und da einfach wieder ansetzen. Ist auch kein Problem. Ah, Herr Nachbar, Ihr Zaun muss da weg. Er steht auf meinem Grundstück. Wachsen denn hier die ganzen Büsche mitten auf der Wiese? Dass er die nicht mit abmäht, das ist witzig. Und dass ich da einfach so durchfahren kann auch.
So, ein bisschen zu weit rausgekommen. Hier müsste es passen, jawohl. Oh, ist das schön. Das ist so schön. Diese Mod macht einfach nur Spaß. Einfach geil. Und es ist ja auch nicht realitätsfern oder so. Ich kenne mich jetzt nicht sonderlich gut aus mit der Landwirtschaft, aber so viel weiß ich, die sind auch alle mit GPS unterwegs mittlerweile. Von daher ist das nicht gemogelt. Wo habe ich gerade ein Straßenschild umgenietet? Würde zu mir passen, also würde mich nicht wundern. Ich hau dir ja alle Nase lang weg. So, das war jetzt allerdings so semi-schlau. Von der Seite hier komme ich da ja gar nicht richtig ran. Das müsste ich eigentlich anheben. Ja, ich weiß. Mache ich aber nicht. Ich heiz hier einfach mit gesenktem Mähwerk und auch nicht ausgeschaltet einfach überall rüber. Wenn da Gras ist, ist es da gleich nicht mehr. Ja, die Ecke will ich haben. Danke. Hier ist auf jeden Fall so ein... Ja, da war ein Schild. Ups. Ich glaube, das habe ich umgenietet. Entschuldigung. Ja, wird die Gemeinde verstehen. Ich bin halt Neuwiesenbesitzer. Das kann ja jetzt nicht auf Anhieb. Ich muss ja erstmal die Dimensionen auch... Die kann ich ja noch gar nicht einschätzen. Die werden da sicher Verständnis für haben nach meiner großen Investition sowieso. Kommt ja alles der Gemeinde zugute hier. Beep, beep, beep. So. In den nächsten Runden muss ich mir dann mal überlegen, was hier die beste Anfahrt ist. Und ob es vielleicht doch zwei Vorgewände sein sollten. So, wenn ihr irgendwie mal in der Mod, also wenn ihr mit einer Arbeitsbreite fahren wollt, die überlappt, ist das auch kein Problem. Der berechnet jetzt ja automatisch die Arbeitsbreite. Die sieht man... wo ist sie? Nicht so springen. Hier, Arbeitsbreite 10 Meter gerade. Und die kann man da halt manuell einstellen. Dann sagt man halt 9,5. Und dann hat man seine Überlappung, wenn man die gerne hätte. Und es gab eine Tastenkombi zum Zurückstellen, die habe ich jetzt aber vergessen. Irgendwas Steuerung Alt C oder so in der Art war das, glaube ich. Kann ich aber nochmal nachgucken, weil die interessiert mich auch. Dass ich die drauf habe. So, das sieht doch schon schön aus. Ich bin auch um einiges flotter unterwegs jetzt, als ich es manuell wäre. Also komplett manuell. Bloß ich würde hier wahrscheinlich so einen ganz schlimmen Zickzackkurs reinfahren. Und wenn ich mir jetzt die Arbeitsbreite merke und die dann mit der Ballenpresse auch nutze, dann habe ich exakt meine Bahnen und kann den einfach stumpf folgen. So, hier kann ich mal wieder Tempomat anmachen auf der langen Strecke.
und ein bisschen die Aussicht genießen. Ah, gefällt mir die Map. Sehr geil da hinten mit der riesigen Brücke. Ich meine, da kann man auch drauf fahren, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Och, guck mal, hier habe ich noch ein Grasstück stehen lassen. Ja, gut. Muss ich auch noch im Auge behalten, dass ich das am Ende hier nicht vergesse. Ich mache jetzt erstmal hier oben weiter. Und ich würde sagen, ich mähe hier mal in Ruhe die Wiese runter. Und dann hole ich euch, wenn ich das gemacht habe, wieder dazu. Dann gucken wir uns mal so einen Düngeauftrag an entweder. Oder wir fangen an, unsere Ballen zu pressen. Weil die müssen ja auch noch reingeholt werden hier, die Grasschwaden. Und was wir dann noch zu tun haben, ist Dünger und Saatgut nachlegen in unseren Gewächshäusern. Das heißt, wir können unseren Bremer Tieflader dafür nutzen, das Ganze ranzukarren und in die Gewächshäuser einzubringen. Ich glaube, das werden wir dann als erstes machen. Cool. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet auch Gefallen an VCA. Ich werde es in die Videobeschreibung mal reinpacken, den Link. Ja. Und guckt euch das mal an. Ist von Mogli. Vielleicht ein kleines Danke an ihn dann, wenn ihr auf der Seite seid. Da kann man, glaube ich, ein Kaffeetrinkgeld da lassen, wenn ich mich nicht täusche. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.